Hallihallo, Kasu wieder hier. Wir spielen weiter Stronghold. Es hat sich so ergeben, dass mittlerweile die Ratte Bescheid weiß, wo wir sind. Beim letzten Mal. Ja. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei der sechsten oder siebten Mission. Und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Ihr habt viele der Patrouillen der Ratte zurückgeschlagen. Doch einige Versprengte überlebten den letzten Angriff und sind entkommen. Ihr habt zwar noch keine neuen Befehle erhalten, doch ihr könnt nicht zulassen, dass sie den Herzog de Puys erreichen und euren Standort aufdecken. Ländereien der Ratte. Okay. Das heißt, Mission 5. Schlechte Aussichten. Ihr setzt eure Jagd auf die flüchtenden Überlebenden bis tief in die nächste Grafschaft fort. Doch in der Abenddämmerung kommt Nebel auf und ihr verliert sie aus den Augen. In der Zwischenzeit. Sie haben ein halbes Dutzend meiner Patrouillen getötet und dringen tatsächlich in eine meiner Grafschaften ein. Ich muss etwas unternehmen. Bleibt ruhig, der Püs. Alle rebellierenden Söldner, die ihr Salz wert waren, sind schon vor Monaten ins Ausland geflüchtet. Eure Männer werden mit ein paar greinenden Vogelfreien schon fertig. Wieso geht ihr nicht mit mir auf die Pirsch, um euch etwas abzulenken? Aber sie sind nur einen Steinwurf weit entfernt. Ich muss etwas unternehmen. Sendet doch einfach eine kleine Belagerungstruppe aus, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Ihr habt leicht reden! Entspannt euch. Bis wir von unserem Jagdausflug zurück sind, hat sich das Problem von alleine gelöst. Vertraut mir. Die Schlange war früher Statthalter in einer der wohlhabendsten Provinzen seiner Heimat, wo er ein äußerst ertragreiches Leben führte, indem er nicht alle gesammelten Steuern angab. Als der König jedoch davon erfuhr, versetzte er ihn hierher in die neuen Kolonien. Während einer seiner ersten militärischen Konfrontationen trat er gegen euren Vater an und verlor dabei ein Auge. An jenem Tag schwor die Schlange sich, erst Ruhe zu geben, wenn die Schädel eurer gesamten Familie auf Pflöcken aufgespießt um seinen Bergfried aufgereiht stünden. Eure Kundschafter berichten, dass ihr festsitzt. Ihr habt nicht genügend Vorräte, um weiterzukommen, und nicht ausreichend Männer, um euch den Weg zurück freizukämpfen. Es bleibt euch nur die Möglichkeit, hier auszuharren. Die Kundschafter haben eine Insel in einem breiten Fluss gefunden, die sich ausgezeichnet verteidigen lässt. Einer eurer Hauptmänner hat bereits mit der Errichtung eines Basislagers begonnen. Das Land um den Fluss herum ist fruchtbar, ihr könnt dort Getreide anbauen. Dann probieren wir das doch mal. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Zuerst mal gucken, wo die meisten Bäume stehen. Dann eine Getreidefarm. Oder auch zwei. Eine Mühle. Wenn ich mich nicht irre, kann eine Mühle zwei Bäckereien versorgen. Unsere Lebensmittelvorräte natürlich steht dahin, die Mühle super direkt vor dem Kornspeicher.
glaube, das Holz bekam man nicht zurück, wenn wir die abreißen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Naja. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, da drin euer Gnaden. Ist. Wo ist hier der Wegweiser? Da oben. Das heißt, von dort werden die gegnerischen Truppen kommen. Wir benötigen Holz. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Pfeilmacherei, damit wir auch schon ein paar Waffen bekommen. Und dann können wir auch direkt die Waffenkammer. Wir benötigen Holz. Dort neben bauen. Wir benötigen Holz. Wenn ich das richtig sehe, waren das sogar noch mehr Bäckereien, die eine Mühle beliefern kann. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Ja, wir benötigen Holz. Wir haben Holz. Wir benötigen Holz. Ja, jetzt haben wir kein Holz mehr. Wenn ich das richtig sehe, 3 Getreidefelder, eine Mühle und 5 Bäcker oder sowas. Sollte hinhauen.
Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Wir benötigen mehr Holz. Dass uns die ganze Zeit halt dieses Holz immer so knapp wird. Wir benötigen Holz. Die Unterkünfte können wir hier schon auf das Inselstückchen bauen. Wenn wir dann das Holz dafür bekommen. Sie kommen! Auf die Brustwehr! So. Damit bekommen wir zumindest zwei Bogenschützen mehr. Es sind drei Bogenschützen. Fünf. Okay. Das sollte sich mit unseren Bogenschützen eigentlich ziemlich im Rahmen halten. Eure Befehle? Das ist leider nicht möglich. Das ist leider nicht möglich. Ich schieße darauf den Holzfäller. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Der da hinten ist gerade wichtiger. Der Feind befindet sich in der mein Burg, dem neuen Bogen ist euer. Pfeile bereit. Bin zur Stelle. Die ersten zwei Runden werden immer relativ schwierig. Ist, dass wir zumindest so viele Bogenschützen haben. Um die gegnerischen Truppen einigermaßen in Schach zu halten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir verlieren Nein, die werden ein wachsen. Bisschen Gold, euer Gnaden. Ein bisschen was Steuern erheben, damit wir noch was mehr bauen können. Wir benötigen Holz. Und noch ein Bäckerbau. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wenn wir dann wieder genug Holz hätten. Wir benötigen mehr Holz. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Wo holen die das denn? Ach, okay, mittlerweile hier am Kartenrand.
versuche gerade hier die Flussübergänge ein bisschen abzusichern. Das Problem dabei ist, manchmal laufen die einfach um die Palisaden rum, je nachdem wo die stehen. Da wird es dann ein bisschen schwierig. Deshalb versuche ich die ein bisschen breiter hier auszulegen, gerade in dem Bereich, wo Steine sind. So. Hier hin. Und das sollten theoretisch alle Übergänge gewesen sein, die hier möglich sind. Und damit haben wir kein Holz mehr. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Genau, sage ich doch, die wachsen. Bin zur Stelle. Eure Befehle? So, jetzt sollten wir zumindest die möglichen Übergänge alle dicht haben. Bin zur Stelle. Wir es mal aus. Und wenn wir jetzt die Türen zumachen, dürfte da eigentlich kommen nicht möglich. Ja. Okay, das heißt... Eine Botschaft der Ratte. Die kommen nicht durch. Bald schon werdet ihr vor mir um Gnade winseln. Ihr habt einfach nicht das Zeug, einen Depös zu besiegen. So. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Okay, wir haben 15 Bogenschützen. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Wir benötigen Holz. Okay, wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ich bin mal gespannt, wo die jetzt hinlaufen hier. Zur Stelle.
Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Mein Herr? Eure Befehle? Ein Tor wird gleich fallen. Ich weiß nur noch nicht welches. Ach, das hier. Das ist leider nicht möglich. Okay, zwei Torhäuser. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Okay, nehmt euch die Lanzenträger da unten mal vor. Der Feind ist bezwungen. Bauen wir das Tor wieder auf. Bin zur Stelle. Ja, Rücken aus. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Schauen wir mal, dass wir so, ich glaube, Achtergruppen oder sowas könnten auf die Bälle passen, beziehungsweise an die Torhäuser. Mein Herr? Das waren zumindest 8. Eure Befehle sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. So. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Rücken das aus. Sind 8. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Na, so. Mein Herr. Das sind jetzt noch 4. Rücken aus. Aber da sind noch ein paar Bögen wieder drin. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Noch ein Bogen. Dann können wir auch das letzte Tor aus da hinten aufrüsten. Mit Bogenschützen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? In Bewegung. So. Bin zur Stelle. Und die jetzt noch kommen, die schicken wir auf den Bergfried.
Das Vorratslager ist voll, my lord. Wir benötigen Holz. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Da kommt wieder Holz. So. Eine Botschaft der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Pös wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Das Vorratslager ist voll, my lord. Mal schauen, was sie zuerst angreifen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Rücken aus! Die Truppen der Ratte greifen an! Wir benötigen Holz. Okay, wir benötigen wieder Holz. Okay, diesmal haben sie Katapulte dabei. Das Vorratslager ist voll, my lord. Das ist ungünstig. Wir benötigen Holz. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, sind auf dem Weg. Die Burg hat standgehalten. Wir benötigen Holz. Das müssen wir verstärken. Deutlich. Und wir brauchen wieder Holz. Warum haben wir kein Holz? Weil unser Vorratslager gerade mit Mehl voll ist. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Eine Botschaft der Ratte. Ah, meine stümperhaften Puppen haben einfach meinen Plan nicht verstanden. Seine stümperhaften Truppen. Okay. Die Runde ist auch durch. Sieg! Das Glück ist auf eurer Seite. Ihr habt den Angriff überstanden und noch dazu die Herrschaft über eine andere Grafschaft erlangt. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, erreicht euch eine Botschaft, die euch zurückbeordert. Ihr seid sicher, dass den Lords euer Fortschritt zusagen wird.
Okay, was kommt jetzt? Zweiter Akt. Das Königreich erhebt sich. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein. Aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. In der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Woolsack die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Longarm drein wie begossene Pudel. Depuis ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle! Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Lord Woolsack wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meinen besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. Errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs Depuis. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Ich habe die Vermutung. Herzog Depuis wünscht ein Treffen mit euch in dieser Schlucht. Das wird nie es alt. Sieht, es ist eine Falle. Sir Longarm hatte recht. Eine Falle. Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzog Depuis vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Wo ist wieder der da oben? Ein paar Bäckereien. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Aber zumindest sollten wir zuerst mal Nahrung bekommen. Mhm.
Okay, die Unterkunft, die können wir auch direkt platzieren. Wir benötigen Holz. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. So, noch mehr Holz verlöten. Und wir brauchen noch ein paar Bäcker. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Eins, zwei. Drei sollten für den Anfang noch reichen. Das heißt, wir haben fünf Stück. Noch ein Vorratslager. Damit das nicht so schnell überläuft. Wir benötigen Holz. Und dann können wir Steinmetze bauen. Wir haben nicht genügend Holz. Nach der Unterkunft. Also Waffenkammer, dann Bogenmacher. Und dann Steinmetze. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich glaube, die können wir schon hochsetzen. Unsere Schatzkammer leert sich. Und das hier auch. Weil die Bäcker, die sind gleich fertig, dann bekommen wir die ersten Brote. Wir benötigen Holz. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das wird, glaube ich, eine Möglichkeit, um die Mauer zu umgehen, wenn wir hier eine reinsetzen würden. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das heißt, wir versuchen die Mauer hier zwischen. Nein, dort zwischen zu bauen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Also so in etwa kommt die Mauer ein.
Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, My Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Noch eine Hütte. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wie wäre es mit einem kleinen Happen, Euer Gnaden? Wenn ich jetzt noch ein Torhaus da reinbauen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Okay, die Nahrungsvorräte gehen langsam zur Neige. Sorgen wir mal für ein bisschen was Abwechslung. Und noch einen Jäger. Oder auch drei. Dann brauchen wir noch eine Hütte. Ein Bär greift die Siedlung an. Wo denn das? Ach, da unten. Mein Bogen ist euer. Wir benötigen Holz.
Wir benötigen Holz. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Okay, 23 Mehl, 15 Getreide. Wir benötigen Holz. Haufen Holzfäller und immer noch nicht genug. Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Jetzt die Frage, kann ich hier draußen Zinnen noch bauen? Ja, ne? Zu einem großen Teil zumindest. Die Truppen der Ratte greifen an! Mein Herr, in Bewegung. Okay, den einen habe ich ein bisschen versammelt. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Rücken aus. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Diese Kuh. Ja. Das ist leider nicht möglich. Sind auf dem Weg. Visiere an. Dann so.
bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Wir benötigen Holz. Sorry. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, in Bewegung. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Rücken aus! Diesmal kommen die Wellen ein bisschen was schneller, habe ich den Eindruck. Nur ein bisschen schneller. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Pfeile bereit, Bogen gespannt. Visiere an. Sind auf dem Weg. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Jetzt haben wir zu wenig Bauern dafür. Mein Bogen ist euer. Bogen gespannt. Mein Herr, in Bewegung. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So, unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So auch nicht. Irgendwie konnte man die den Bin Punkt, zur Stelle. Wo die Ausgebildeten den Rennen verschieben. Keine Ahnung wie. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Unerreichbar. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, ich sollte noch ein Haus bauen. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Mein Bogen ist euer.
Rücken aus. Okay. Also einer hat den Weg gefunden, die anderen mein drei wissen es nicht. Eure Befehle sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Das ist leider nicht möglich. Ja. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ziel angepeilt. Mein Herr? Dann machen wir mal das Tor auf. Damit eure Befehle? Die da hochkommen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Ja, ein bisschen was die Mauer gerade verteidigen. Und dann hoffen, dass wir das Loch dabei flicken können. Mein Herr, sind auf dem Weg. Wir sind ein bisschen ungünstig gerade. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Rücken aus. Visiere an. Bin zur Stelle. Wobei, was die da gerade veranstalten, keine Ahnung. Ja. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Gepös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. So, jetzt wieder die Zinnen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. So langsam sollten wir aber. Sind die Truppen der Ratte greifen an. Ich glaube, es geschafft zu haben. Woran mangelt's? An Bogen. Bögen. Das Vorratslager ist voll, my lord. Bin zur Stelle.
Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Ziel angepeilt. Bogenschützen bereit. Pfeile bereit. Unerreichbar. Bogen gespannt. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Ziel angepeilt. Bin zur Stelle. Mein Herr, das Pfeile Vorratslager bereit. Ist voll, my Lord. Platz im Vorratslager. Ja, wir bauen ja jetzt ein Vorratslager. Beruhig dich. Eure Befehle? Rücken aus. Bogen gespannt. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. Visiere an. Bogenschützen bereit. Ziel angepeilt. Okay, keiner von den Pfeilen. Pfeile bereit. Trifft die zwei da. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Rücken aus. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. So. Eine Botschaft der Ratte. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Aber sehr knapp, sehr knapp. Ich glaube, wir haben fast 90% der Truppen verloren, die wir gebaut haben. Sieg! Okay, 65%. Schon wieder geschehen. Unglaublich, ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Oh, zurückreiten? Ich dachte. Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, ehrenwerter Freund. Bis bald. So, und da ich jetzt eine kurze
Pause benötige, sage ich mal, das soll es dann auch wieder für die Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bye.